Hi, meine lieben Gamer-Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir endlich mal wieder Gäste mit am Start und zwar den altbekannten The Last Boy. Moin Moin. Und neu mit am Start, Tryhard. Moin Moin. Jo, wir spielen heute Deathmatch Herrschaft, ist im vorgestellten Bereich gerade am Start. Ist so eine Mischung aus Team Deathmatch und Herrschaft, heißt halt nur Deathmatch Herrschaft. Man muss eigentlich genauso wie im Deathmatch die Leute killen und genauso wie in Herrschaft Zonen erobern. Also ist eigentlich selbsterklärend und ansonsten, ja. Also auf gut Deutsch, was er damit sagen wollte, ist 10 Kills und ist 10 die Herrschaft. Das heißt, wenn du einen Kill machst, kriegst du einen Punkt oben und die Herrschaftspunkte für 10 halt auch noch dazu. So sieht's aus. Also irgendwie kann der Last Boy besser erklären als ich. Egal. Ich zocke heute auf jeden Fall mit der Friedensstifter. Hat sich eigentlich zum letzten Video zu Friedensstiftern nicht viel geändert und ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen rein in die Runde. Euch viel Spaß was ist los? Anwendungsfehler. Nein, belastend. Okay. Ich gehe gerade so ins Menü, will gucken. Menüfehler. Ja, du machst es ja auch wahrscheinlich easy. Yes! Yo, MX9. Er spielt nice. MX9 mit Thermal. Als ob das nicht meiner war! Was für eine Tarnung? Mit den 50 Aufsätzen? Pelomut. Perlmut, das war die mit 50 Aufsätzen, ja. Also mit 50 Aufsätzen nicht, aber ohne Aufsätze 50 Kills machen, meine ich jetzt. Ja. Und das nur, weil ich im Gegner reingelaufen bin. Junge, ey. Okay. So, ich bin jetzt mal bei C. Mal gucken, ob ich hier was erobert bekomme. Alter! Ich mach gerade so viele Abschüsse, aber kein einziger ist ein Kill. Da ist ein Blitzschlag. Nein, die Zero nimmt den sich. Ah, Mann, Leute, bei mir läuft's gerade gar nicht. Ja, ja. Die Courted ist momentan wirklich von fast jedem die Main-Waffe geworden. Ja, die ist die aber ist auch geil. Nuked auf Nukedon ist die richtig nice. Geil. Nice! Junge, ich krieg keinen Kill geschissen! Ich sterb die ganze Zeit immer zwei oder drei vor Snipern, weil die immer in dieses kleine Haus laufen. Ich laufe immer die Treppen hoch und dann kommen sie die Treppe runter, in diese lange. Stinken die? Alter, als ob ich das jetzt alleine schaffe. Guckt euch mal das Gegnerteam an. Die sind ja gar nicht gut. Also, sind nur zwei Leute am Kills machen. Das wird wieder eine lange Aufnahme, Alter. Ich komm. Yep. Wenn du ein Problem hast, können wir auch rausgehen und das klären. Jetzt habe ich mir die genommen. Es geht gerade so viel bei B ab. Eigentlich nur noch B. Ich gebe den Tipp. Du kriegst eine Tarnung, wenn oder eine Visitenkarte, wenn du eine Waffe aufhebst mit Dark Matter und damit eine 10er Streak machst. Damit kriegst du, glaube ich, eine Visitenkarte. Ah, okay. Ich hab jetzt bei mir ist jetzt vorbei. Aber ich bin mir ehrlich. Yes! Nächste Tarnung. Nimmt nicht C ein, Leute. Nice! Jetzt hab ich hatte die ganze Zeit eine Sense ready, Mann. Hab sie auch benutzt gerade und dann habe ich keinen Gegner mehr gesehen. Was da? Ja, moin, das habe ich auch. Achso, du ladest jetzt Player Mount Battleground runter. Hab ich ja auch. Ja, ich weiß. Ich kann es auch runterladen wieder, aber es dauert wieder 20 Jahre. Das heißt, ich kann es mir erst, wenn ich bei meinem Vater bin, runterladen. Und das bin ich am Samstag. Ah, okay. Papa hat eine 60K-Leitung, also das sollte gut funktionieren. Oh, Mann! Man kennt ihn. Die Eltern haben immer gutes Internet. Ist wirklich so, wir haben hier eine. Das ist Glasfaser. Schmeckt. Genau. Ja, okay, ist ein Schild. Komm schon. Ich bin vor deinen Augen gerade gestorben, Sultan. Ich weiß. Muss wohl sagen, ich bin gerade echt fast negativ. Warum eigentlich Tryhard vom Beruf? Hä? Weil er sich so genannt hat. Ah, fuck. Hat das irgendeine spezielle Bedeutung? Nö, ist einfach nur so ein Name. Name, ja. Auf gut Deutsch ist es ein Sweatername. Es ist ein Sweatername, ja. Ah ja. Tryhard steht für extrem guten Spieler. Das okay. Sicher. Nein, Mantis. Oh, der Mantis. Ich hab mich gerade. Oh! Oh, die Radarschleim muss weg. Kampfheli oben. Digga, auf Morocco, die Map kann ich generell eh nicht leihen. Hab ihn. Mit Annihilator habe ich mir extra für sowas aufgehoben. Diese Spieler kann ich einfach nicht leiden. Nein! Ich bin kurz auf Streak. Ja, Mann. Komm. Gönn. Ha! Gepreampt, du Scheiß, was machst du? Oh, shit. Wenn wir Glück haben, krieg ich eine Drohne.
Nein! Nein, ich hab zwei vor Einsatzziel. Ach, schon wieder. Aber nicht so schlimm, du hast Snipeless. Snipeless regelt erstmal. Im Jumpshot, Digga. Hm. Schöner Tod. Aber die Geiern sind im Spawn mit Titan. Die Geiern sind Spawn mit Titan. Holy shit! Au. Das wird lieber. B ist einer. Ist der hier noch? Oh Gott. Schade. Ich hätte echt das zweimal Einsatzteam haben müssen. Das wär zu fresh gewesen. Nein! Teammates! Ich war gerade bei B. Was machen meine Teammates nur? Versuchen zu erobern? Nein! Ich bin hinter mir und ich komm nicht weg, Mann. Ja! Sensenabschuss! Nice! Ja, Mann. Und der bekommt fast noch einen Spawn-Chat dazu. Abgehoben. Au. Ich versuche mal das Geschütz zu zerstören. Oh mein Gott, die haben sich im B sowas von verkämmt. Ja, ja. Eieiei. Nice, 200 Leben. Gönnung. Nein, das ist komplett verkackt, da hochzuspringen, Digga. Geschütz ist weg. Nice. Ich hast du es zerstört? Drohne raus. Oh. Schön ist kaputt, ihr könnt B holen. Dig. Nein, ich hab keine Sense mehr. Sauber. So, ey, Drohne geht raus. Da connectet halt nichts mit dieser blöden Maddox, Mann. Kann ich diese Waffe halt einfach nicht leiden, Mann. No way, oder? Bei uns am Spawn war einer. Geholt? Klar, das sind doch drei gewinnen. Kills, die wir machen müssen. Geil, nö. Nein, ich war wieder eins vor Sniper-Nest. Alter, was war 28, das? 28,34, ich bin zufrieden. Oh, jetzt kommt der härteste Spawn-Chip überhaupt. Aua, aim. Aber guckt euch den Kerl an. Ja, Mann. Jetzt kommt der übelste Spawn-Chip. Huch. So, Leute. War doch ein entspannt geiles Match, würde ich mal sagen. Ja, können wir gerne mal wieder zocken. Deathmatch Herrschaft. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst mir dafür super gerne ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Vergesst nicht, mich meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne bei The Last Boy vorbei, den verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video und bis dahin. Macht's gut, haltet die Ohren steif, lasst krachen. Ciao!